Willkommen, meine Lieben, zu einem neuerlichen Let's Play. Wir sind in der 13. Folge, was ein wenig seltsam ist. Eigentlich sollten wir in der 14. sein, aber leider habe ich es irgendwie geschafft, keine Ahnung wie, die 13. Folge nach der Aufnahme zu zerstören. Das war besonders klug von mir. Aber ich habe mal kurz überlegt, ob ich ein Safe Game nehmen soll und die 13. noch einmal aufnehmen soll, dann habe ich mir gedacht, gebt Pfeif drauf. Da ist eh nicht wirklich was passiert, das kann ich euch in 2 Minuten kurz erzählen jetzt. Um ehrlich zu sein, ist so wenig passiert, dass ich gar nicht viel erzählen kann. Wir sind bei der Eisenbahn eine Stufe weitergegangen und haben damit und haben jetzt begonnen, neue Eisenbahnen zu bauen. Also ihr seht, wir sind schon im Zuge. Das heißt, wir lassen unsere Kapitalisten bauen und unterstützen sie tatkräftig mit unserem Einkommen. Apropos Einkommen, wir haben in der letzten Folge unser Einkommen stark verbessert. Wir sind jetzt mit den Steuern für die Mittelschicht etwas runtergegangen, um weiter Geistliche und vor allem Angestellte und Bürokraten auch noch zu fördern. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Ja, zu Eisenbahnen, das ist eine ausgezeichnete Zeit, in der wir da gerade leben. Also ihr seht da Kärnten und Steiermark. Diese Gegend hier. Da, St. Pölten nach Graz, wo wir hoffentlich bald eine Eisenbahn hinbauen. Bauen wir da gleich hin. In dieser Gegend haben wir tatsächlich, na, etwas früher die erste Eisenbahn gebaut, von Wien nach Graz, muss man ja über den Semmering drüber. Und für alle, die es interessiert oder die es noch nicht wissen, das war zu der Zeit eine technische so große Meisterleistung, dass der Mann, der das gebaut hat, der Ritter von Geger, okay, Mexiko verliert, haben wir es bankrott, der Ritter von Geger zum Ritter geschlagen wurde, der das gebaut hat. Und diese Bahn, die existiert heute noch, die Semmeringbahn. Viele Leute kennen das vom über den Semmering tingeln, eine sehr langweilige Sache. Auf jeden Fall ist diese Bahn mittlerweile Weltkulturerbe. Das heißt, sie ist geschützt, diese technologische Meisterleistung. Entweder Prestige rauf oder Militanz runter. Und Militanz rauf. Prestige rauf. Wir lieben Prestige. Wir pfeifen auf die Militanz. Das würden Österreicher tun. Ja. Ritter von Geger, also für die Schüler unter euch, und ich hoffe, es hören mir Schüler zu. Wo war ich jetzt? Ritter von Geger war ein sehr typischer Österreicher. Das war ein Mensch mit albanischen Eltern, der in Venedig geboren wurde. War offensichtlich ein großes mathematisches Genie und hat innerhalb von einem Jahr Architektur studiert. Eigentlich grausam, wenn ich bedenke, wenn der in einem Jahr Architektur studiert hat. Ich will gar nicht wissen, wie der seine Sachen gebaut hat dann. Aber offensichtlich gut genug, weil die Bahn steht ja noch immer. Woher ich den Geger kenne, das liegt daran, als ich ein Kind war, gab es ja noch Schillinge bei uns. Ja, das machen wir auch noch schnell. Als ich ein Kind war, gab es ja noch Schillinge bei uns. Und die wiederum, der 20-Schilling-Schein hatte den Karl Ritter von Geger drauf. Das ist ganz interessant. Ich überlege gerade, was man heute auf diese Schillingscheine draufgeben würde. Heute würden sie möglicherweise irgendwelche Starmania-Leute rauftun oder andere Halbpromis, nehme ich mal an, mit Österreich. In Österreich kann ich mir das ganz gut vorstellen. Aber vor 20, 30 Jahren noch hat man auf seine wissenschaftlichen
Leute zurückgegriffen. Und es waren extrem viele Wissenschaftler auf den Schillingscheinen drauf, was ich ziemlich nett finde. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen würden. Naja, gut. Zurück zum Spiel. Ja, was Zweites ist auch noch passiert im letzten Let's Play. Ihr seht hier oben, ich führe einen Krieg und zwar gegen Madagaskar. Aber nicht ich führe den Krieg gegen Madagaskar, sondern Frankreich. Die haben mich tatsächlich in den Krieg hineingezogen. Ich weiß nicht genau, was sie sich erwarten, dass ich nach Madagaskar Truppen schicke. Ich meine, das ist am Ende der Welt. Ich habe nicht einmal Schiffe, die bis dorthin kommen. Naja. Ich weiß auch gar nicht, was sie von Madagaskar wollen. Ich glaube, sie wollen sie erobern. Achso, falsches Dings. Wollen sie es erobern? Wir haben sogar schon plus 2% wegen der Blockade. Wow. Nein, sie wollen die Weltgeltung von Madagaskar reduzieren. Das ist ja noch sinnloser. Als hätte Madagaskar eine Weltgeltung. Unglaublich. Die Osmanen. Versuchen weiter das Ägypten auseinanderzunehmen. Auch nicht schlecht. Und Ägypten wird auch von Äthiopien auseinandergenommen. Das ist okay. Ja, das ist von meinem vorletzten Let's Play noch quasi. Als ich begonnen habe, die Ägypter auseinanderzunehmen, danach wurden sie einfach von ihren anderen Nachbarn auch noch angegriffen. Ja, ich nehme mal an, Äthiopien wird gewinnen, wenn sich niemand bereit erklärt, Ägypten zu unterstützen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand Ägypten unterstützen wird. Es gibt zwar zwei, die herzlich sind mit ihnen, naja. Die Vereinigten Staaten könnten noch vertraut werden und dann könnten sie in den Krieg einsteigen. Also man sollte sich beeilen. Ja, man sollte sich beeilen. Ja. Aber ist wurscht, die wichtigsten Gebiete habe ich eh schon. Das Tal der Könige. Ah ja, genau. Aber das habe ich, glaube ich, schon im 12. Teil gemacht. Das Tal der Könige untersucht. Schauen wir mal, ob wir was finden. Gut, und jetzt, wie schon gesagt, machen wir hauptsächlich Eisenbahnen. Wir wollen unseren Fabriken helfen, dass sie mehr, also besser arbeiten. Eisenbahnen erhöhen diesen Infrastrukturwert hier. Das Problem ist, in unseren gebirgigen Gebieten konnten wir keine 1er Eisenbahn bauen. Ich überlege gerade, ob wir 2er, ja, wir können 2er Eisenbahnen bauen. Auch hier bauen wir jetzt endlich Eisenbahnen in Italien, in diesen Gebieten. Da in Innsbruck kann man noch immer keine Eisenbahnen bauen, eh klar. Da müssen wir ja über Monsterberge drüber. Ja, vielleicht noch zum Geger. Der hat tatsächlich dann ein Streckennetz für die gesamte Habsburger Monarchie entworfen. Das heißt, der war quasi derjenige, der in Österreich-Ungarn das erste Eisenbahnnetz geplant und auch gebaut hat. Also ein großartiger Mann eigentlich. Unfassbar. Was wir für Typen gehabt haben in Österreich. Zu seiner Zeit ist das wirklich wie als eine Art technisches Wunderwerk gesehen worden, dass er über den Semmering drüber gekommen ist, ohne dass er irgendwelche Seilbahnen oder ähnliches einsetzen musste. Okay. Afghanistan wird wieder von Persien zusammengehaut. Ich glaube, das war auch im letzten Spiel, da hat Persien einen Teil von Afghanistan wieder verloren, wegen eines Konflikts. Dieses Mal hat es uns nicht gewonnen, sondern Bukhara hat es gewonnen. Naja. Okay. Machen wir weiter.
Ja, außerdem, wir haben schon 40 Regimenter können wir schon erhalten. Das ist gut. Ich baue derzeit mein gesamtes Heer um auf, könnte man sagen. Ah ja, und ich habe eine Marinetechnologie auch erforscht im letzten Let's Play, die mir verhilft zu besseren Schiffen. Nicht, dass ich die bauen würde, aber vor allem die Dampftransporter, also die Dampfertransporter, die ich jetzt bauen kann, sind wichtig. Das heißt, ich brauche nicht mehr diese Segelschiffe zum Transportieren von Truppen verwenden. Und ich kann jetzt auch, ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon kann, aber ich kann auch Fabriken bauen, indem ich diese Dampferkonvois herstelle. Hurra, noch mehr Liberale. Bitte, wir müssen auf mindestens 40% kommen. Nein, sogar mehr. 45% müssen wir kommen, um, naja, sagen wir 40%. Knapp über 40 wird reichen, wenn ich 2 Militanz habe und 40% Konservative habe, dann brauche ich 42% Liberale, um Reformen einzuleiten. Das wäre schon sehr toll. Force bauen sich jetzt auch langsam aus. Habe ich schon eins, da habe ich noch keins. Ja, genau, Force brauche ich auch noch an meiner Grenze mal. Da ist es eigentlich relativ egal. Ja, da ist es nicht ganz so egal an der osmanischen Grenze, wer weiß, was die von uns wollen. So, und wieder zurück. Jetzt müssten wir ein paar. Eine Winzerei wird in Böhmen gebaut. Ach, ich glaube, ich sollte Dings machen. Ich sollte wieder. Slowakei. In der Slowakei sollten sie sowas bauen, diese Schwammern. Da habe ich eine Glasfabrik. Die Kapitalisten sind so dumm beim Bau von Fabriken. Die schauen überhaupt nicht danach, was dann mehr Gewinn abwirft. Alles muss man selber planen in diesem Spiel. Russland. Das Mannen fordert noch mehr. Ah, wir haben wieder sehr viele Diplomaten, die wir einsetzen können. Wir werden die Beziehungen zu Frankreich verbessern. Fangen wir jetzt auch mit den USA langsam an. Wie schon gesagt, wir wollen möglichst mit jedem gut Freund sein. Vor allem Russland, Frankreich und Großbritannien sind wichtig. Aber alle anderen Großmächte sind uns auch recht. Die wollen nicht allzu viele Feinde haben unter den Großmächten. Die USA ist definitiv das Unwichtigste von den Großmächten für uns, weil die greifen sowieso nie in europäische Kriege ein. Aber Spanien, Skandinavien sind auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man sie auf seiner Seite hat. Die können den Ausschlag geben in einem Krieg. Und schon haben wir wieder einen Verlust an Geld. Na, schau an. Wir haben den Krieg gewonnen, sind wir super. Ich habe nicht einmal meine Truppen stärker versorgt. So, apropos Truppen, wir schauen jetzt mal, ob wir da auch wieder noch was Neues bauen können. Nö. Haben wir da eigentlich schon irgendwelche Truppen, die wir bauen können? Nein. Kein einziges Regiment für ein Afrika-Korps noch da. Also wir werden dann anfangen, hoffentlich auch Afrika-Korps und so Zeug zu bauen. In den Kolonien setze ich am liebsten Koloniestreitkräfte ein, weil die brauche ich dann nicht heimbringen. Im Hintergrund meine Kaffeemaschine. Hurra. Ich frage mich gerade, ob man die auch im Video hört oder ob die Aufnahme so schlecht ist, dass man sie eben nicht hört.
Ja, was sind unsere nächsten strategischen Ziele? Wir werden dann. Oh. Und Äthiopien hat auch was erobert. Sehr gut. Das heißt, Ägypten ist mehr oder weniger Geschichte. Oh, wir haben eine Grenze mit Äthiopien. Wow. So ein großes Äthiopien habe ich noch nie gesehen in dem Spiel. Ich meine, das erobert normalerweise immer Spanien und solche Länder. Vielleicht wollen wir dann Äthiopien angreifen als nächstes. Dass wir weiter runterkommen. Da diese Provinz wäre ganz toll, wenn wir diese und diese Provinz erobern, dann können wir da unten ziemlich viel kolonialisieren. An und für sich ist das jetzt nicht sehr österreichisch zu kolonialisieren, aber das Spiel setzt voraus, dass man recht viel darin reinsetzt. Das macht einen mächtig. So, Hannover hat uns wieder rausgeworfen. Also Preußen hat uns wieder aus Hannover geworfen und wir haben auswechselbare Teile entdeckt. Das macht unsere Fabriken noch effizienter, das ist gut. 1860 werden wir da Imperismus machen. Ich überlege gerade, Funktionalismus werden wir vielleicht jetzt machen. Oder. Oder Hoch- und Niederdruck. Machen wir das, machen wir unsere Strukturen noch effizienter. 10% für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Bergbau ist nicht schlecht. Und das geht mittlerweile innerhalb eines Jahres, ein bisschen länger als ein Jahr. 42, das heißt, wir haben wieder ein paar Truppen dazugekriegt. Prestige verlieren oder Militanz bekommen. Das ist nicht gut. Ja, außerdem, da kriegen wir auch Militanz. Was soll es, mehr Militanz? Jemen möchte Militärzugang, das meinen sie hoffentlich nicht ernst. Tunis hat die Beziehungen zu uns verbessert, warum das? Ich habe kein Interesse, Tunis anzugreifen. Wie kommt ihr da darauf? Ah, da wollte ich rein. Wieder ein bisschen. Ha, Argentinien. Wir sind weiter in Argentinien tätig und auch die Osmanen nehmen sich ein großes Stück von Ägypten. Und wir sind vertraut mit Argentinien. So, was ist von Ägypten übrig? Praktisch nichts. Obeid und ihre Hauptprovinz. Wir könnten sie zum Protektorat machen, dann ist Ägypten weg. Unter Ägypten, nämlich seine Hauptprovinz, ist ziemlich groß und mächtig. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Da sind extrem viele Einwohner drinnen. Wenn wir das erobern, könnten sie vielleicht wirklich zum Protektorat machen. Das kostet nur 9 Infamie statt 10. Und mit etwas Glück kostet es auch um einiges weniger. Aber derzeit kann man, glaube ich, eh keinen Krieg mit ihnen machen, weil wir noch einen Waffenstillstand haben. Wie lange denn noch? Bis 9. Mai 1860. Na gut. Schauen wir mal, ob sich bis dahin irgendetwas tut. Ich nehme mal an, Ägypten ist mittlerweile so uninteressant geworden für die anderen Länder, dass sich sowieso keiner mehr reinsetzen will. Dass es sowieso keiner in die Einflusssphäre nehmen will. Ein internationaler Konflikt. Okay, das Osmanische Reich verliert die Ägäischen Inseln. Soll die Ägäischen Inseln verlieren? Endlich mal ein Konflikt, an dem nicht ich beteiligt bin. Mich wundert das sowieso. Nein, wir wollen nicht gegen Russland vorgehen. Nein, wenn, dann soll das wer anderer machen. Ja, war klar. Keiner war mutig genug, es zu tun.
Um ehrlich zu sein, ich möchte meine Beziehungen mit Russland nicht aufs Spiel setzen. Und ich bin noch nicht mächtig genug, dass ich solche Sachen anführen möchte. Ich habe sowieso meine eigenen Konflikte, die ständig kommen, die ich anführen muss. Äthiopien hat die Beziehung zu uns verbessert. Gut, bauen wir wieder ein paar Truppenkörper. Haben wir das Süddeutsche auch dabei? Nö, Ungarn, Ungarn. Ha, da ist ein Süddeutscher. Das ist gut. Bauen wir das da um. Haben wir den Husaren? Was ist das? Die beiden. Wir bauen einen Husaren. Warte jetzt mal. Da bauen wir eine Infanterie. Und da bauen wir eine Garde. Und wir sammeln die hier. Das gehen wir weg. Also ein bisschen umständlich, wie ich das mache, ich gebe es zu. So, jetzt verlieren wir natürlich wieder Geld, weil wir. Ah, schon wieder dieses Ereignis, abtrünniges Regiment. Ja, das passiert natürlich. Was heißt abtrünniges Regiment? Und in Ägypten? Dort habe ich gar, von dort habe ich gar keine Regimenter. Naja. Ärgerlich. Kostet natürlich wieder Geld, so Truppen zu bauen, aber schon haben wir es geschafft. Wie schon gesagt, Toskana. Mir sind Zeit genommen, es war länger bei uns, als ich dachte. Aber diese ganzen Länder bringen eigentlich wenig. Also diese ganzen Mini-Verbündeten da. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass wir verhindern, dass Italien gegründet wird und Deutschland. Das heißt, wir brauchen nur ein paar von den Leuten oder von den Reichen. Und noch einmal 1% Liberale dazu. Das ist ausgezeichnet. Ausgezeichnet, die Herren. Zwei neue Generäle und ein Admiral, damit wir da ein bisschen mehr haben. Wir werden dann später so viele Truppen haben, dass uns die guten Generäle tatsächlich ausgehen. Je mehr Generäle wir haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir einen guten dabei haben. Ich glaube, das kostet auch mehr Geld dann, aber naja, ganz so schlimm ist es dann auch nicht. USA Beziehungen verbessern. Frankreich Beziehungen verbessern. Wieso bin ich da auf 178 runter? Ich habe ihnen ja gar nichts gemacht. Achso, sie haben mir was gemacht. Sie haben mich aus Toskana rausgehaut. Beziehungen verbessern. Sehr gut. Skandinavien und Spanien mögen mich jetzt auch schon sehr. So, in Baden können wir wieder auf Vertraut gehen. Da nerven wir die Franzosen. Ja, das ist der andere Ort, wo die uns Franzosen und wir aneinander kommen. Aber um ehrlich zu sein, Baden müssen sie echt nicht kriegen. Das ist ein deutscher Staat. So, ein neues Heer. Wir haben eine Garde drinnen und wir haben nur noch einen, der kurz vorm Sterben ist. Gut. Es wird besser. Machen wir wieder ein paar. Eisenbahnen? Chuchus? Ah, wir haben schon 85 Kapitalisten. Auch gut.
Und noch eine Stofffabrik wird ausgebaut. Das ist gut. Böhmen ist ein Wahnsinn. Das ist so unfassbar reich, dieses Gebiet jetzt schon. Im Vergleich zum Rest Österreichs. Schaut euch das einmal an, wie viele Fabriken ich da schon habe. Dreierfabriken, Zweierfabriken, die noch dazu weiter ausgebaut werden. Die wird auch weiter ausgebaut. Allerdings, wie schon gesagt, eigentlich hätte ich gerne eine Werkzeugfabrik. Vielleicht werden wir jetzt wirklich wieder auf Reaktionär umsteigen. So, haben wir da Bewegungen noch? Ach ja, warte mal, apropos Bewegungen, wie ist denn das mit den Konflikten? Ah, sehr gut, wir haben zurzeit keine Konflikte. Zurzeit betrifft das vor allem das Osmanische Reich. Das ist ein constant pain in the ass, wenn man als Osmane spielt. Außerdem, wenn wir das Gebiet da unten haben, brauchen wir Äthiopien gar nicht angreifen. Ja, wir werden Ägypten zum Protektorat machen, sobald es geht. Gut, also wir haben keine Konflikte, wir brauchen keine Bewegung unterdrücken. Bewegung unterdrücken hat den Nachteil, wenn wir das gemacht haben, poppt sie danach wieder auf und ist stärker. Das heißt, wir haben zwar einen kurzfristig positiven Effekt, ja, aber im Endeffekt werden sie nur stärker. Das heißt, ich unterdrücke nur sehr ungern. Das Unterdrücken mache ich vor allem dann, wenn das Reich relativ instabil ist, also hohe Militanz hat. Werkzeugmaschinen, hurra, unsere Maschinenteilproduktionsleistung steigt. Welche Maschinenteilproduktion, frage ich mich. Wir haben ja noch keine. Achso, ja, wir wollten die Regierungspartei ändern. Und zwar wieder zu diesen Neo-Absolutisten. Weil, dann können wir nämlich hier in Böhmen eine Werkzeugfabrik bauen. Also wir können es nicht bauen, weil wir es nicht finden. Ah, da Maschinenteilefabrik ganz oben. Wieso ist das ganz oben? Na gut. Maschinenteile sind ausgesprochen essentiell. Die meisten Fabriken brauchen Maschinenteile, um gebaut zu werden. Und ich bin derzeit vollständig auf den internationalen Handel angewiesen. Das heißt, ich kann mir Maschinenteile nur kaufen vom Ausland. So, Lombardei, wo haben wir die Lombardei? Dort will ich auch was bauen. JKL, Lombardei, dort wollen wir eine Luxuskleiderfabrik bauen. Oh je, das ist der Nachteil von Nationalismus und Imperialismus. Wir kriegen plus 50% Separatismus und plus 33% Nationalisten-Rebellen-Organisationsverbesserung. Hurra, das freut mich aber. Meine nationalen Rebellen, die in Österreich ja fast nicht vorhanden sind, werden stärker. So, in der Lombardei wollten wir eine Luxuskleiderfabrik bauen. Ja, die Eisenbahnen werden dadurch auch teurer, weil wir jetzt in die sind. Hervorragend. Oh, eine Betonfabrik in der Slowakei, das ist okay. So, wir sollten eigentlich jetzt noch reicher werden, weil unsere Bergbau- und Landwirtschaftsleistung ist gesteigert worden. Jetzt sind wir da weiter. Wir sind noch nicht fertig mit den Eisenbahnen, das heißt Eisenbahnen werden wir noch nicht weiter bauen. Wir werden das machen, ich glaube das sollte passen bis Ende 1859, Anfang 1860 und dann machen wir den Empirismus. So, wie lange dauert das? Ende 1859, bin ich gut. Dann warten wir noch einen Monat, sammeln ein wenig Punkte an und starten mit dem Empirismus. Gut.
Ja, also normalerweise würde ich diese ganzen Meldungen lesen, aber ich muss zugeben, für ein Let's Play ist das vielleicht ein bisschen langweilig. Gut, wir haben unsere Wirtschaft langsam im Griff, wir haben unser Militär langsam im Griff. Es geht was voran. Herrschaften, ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes und ich hoffe, wir sehen uns dann beim 14. Let's Play.